Fassen wir also nochmal zusammen. Die weibliche Energie wurde seit vielen, vielen Generationen sehr unterdrückt, sehr verzerrt. Und als Ergebnis haben wir eben sehr viel Gewalt und Krieg auf diesem Planeten, was wir jetzt aktuell auch wieder sehen. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur ist gestört. Wir haben alles, was lebendig ist, domestiziert. Und eigentlich sollte es selbstverständlich sein, ja, dass wir hier diese alten Bäume haben. Und jetzt ist das so eine Sensation, dass wir hier mal zwei alte Fichten haben oder Tannen haben. Dabei sollte der ganze Wald voll sein mit diesen Bäumen. Und da sollten eigentlich auch viel mehr Wildtiere noch da sein. Und stattdessen sind die alle in irgendwelchen Zoos und Parks eingesperrt. Ja, eben genau wie die weibliche Urwildnatur und Urkraft. Sodass eben Frauen ihre ursprüngliche Kraft nicht mehr spüren können. Und die Mütter, die eben nicht in ihrer Kraft sind, die sorgen dann dafür, dass ihre Kinder und ihre Enkel mit diesen riesen Altlasten zu kämpfen haben. Ja? Warum wir dann jahrelang in Therapie rennen, warum ständig irgendwelche Beziehungsprobleme wieder da sind oder Selbstwertprobleme, Abgrenzungsprobleme und all diese Probleme, Schmerzen bei der Menstruation, dass Frauen eben Kindfrauen bleiben, dass sie nicht erwachsen werden, dass sie nicht in ihre Power kommen. Und das ist das schlimme, schlimme Erbe, mit dem wir hier echt antreten, wo wir jetzt wirklich aufgerufen sind, all diese Dinge in die Heilung zu bringen.